Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neues Video, dann das zum versprochenen Video. Ich habe euch ja gestern gesagt, dass ich ja also am Sonntag heute ein Video zeigen werde oder sagen, ein Video machen werde, so wie es auf der Klassenfahrt war. Also, ich fange direkt an. Und zwar fange ich jetzt einmal an mit den verschiedenen Wochentage, also was ich alles gemacht habe, und am Ende sage ich von 1 bis 10, wie ich das die Klassenfahrt fand. Also, am Montag, da sind wir am Morgen früh um 6 Uhr, nee, 7 Uhr losgefahren. Also das ging ruckzuck, der kam auch pünktlich an, ist dann auch, glaube ich, pünktlich losgefahren. Dann sind wir, ja, um 10 Uhr, 11 Uhr waren wir dort, haben dann Mittag gegessen, dann am Nachmittag waren wir auf der Piste. Und am Abend waren wir noch an so einem kleinen Wanderweg, dann gab es noch ein Dessert, Abendessen und dann war es schon mit dem Tag. Am nächsten Tag waren wir von morgen bis am Abend, die ganze Zeit, von morgen bis Nachmittag die ganze Zeit Skifahren. Und zwar morgen, da war der Schnee wieder besser, weil am Montag war er schlecht. Aber am Dienstag war er besser am Morgen, am Nachmittag wurde er wieder schlechter, da hatte ich Muskelkater. Und man konnte tatsächlich sogar noch entscheiden, ob man am Dienstagabend zum Dings geht, Nachtskifahren geht. Aber wir haben da, ich habe dann gesagt, nee, ich habe zu fest Muskelkater. Ich schaue lieber Kino, also einen Film. Das war die zweite Entscheidung. Und ich habe mich entschieden für einen Film. Und dieser Film hieß Invisited Family. Genau, und ihr seht in Tower of Hell hier, dass ich scheiße bin. Aber darum geht es nicht. Und dann am Mittwoch waren wir, ja, da war der Schnee viel, viel besser am Morgen und wieder wurde dann wieder schlechter am Nachmittag. Und dann am Abend, haben sogar ein bisschen kürzer Ski gefahren. Ja, denn wir durften am Nachmittag noch bis so 15.30 Uhr oder so. Ne, 14.30 Uhr oder 16.30 Uhr, keine Ahnung, durften wir in dieses Dorf gehen und ein bisschen Sachen einkaufen, Stadt anschauen. Und dann am Abend haben wir eine halbe Stunde Handyzeit gehabt, durften dann, dann haben wir Abend gegessen, dann haben wir ein Spieleabend gemacht, vielleicht kennt ihr das, ein Leiter die Spiele, also das ist, wenn man startet mit einem kleinen Würfel sozusagen, also mit einem bei einer 1 und dann geht es bis 100 hoch und da gibt es verschiedene Abkürzungen und wir haben das halt in echt gespielt. Wir haben da halt zum Beispiel 5 gewürfelt, dann hatten wir irgendwie auf der 10 so und da haben wir quasi einfach Quizzes gelöst, die hinter diesen Zahlen versteckt waren. Und dann nachdem wir diese Aufgaben gelöst haben, haben wir ein Zettelchen bekommen, die mussten wir uns gut merken. Wir hatten, glaube ich, Schal, Snowboard und noch was anderes. Diese zwei Sachen. Und ja, dann draußen mussten wir einen Schneemann bauen mit diesen Wörtern, wie wir gezogen haben. Das Einzige, was wir geschafft haben, ist ein Hut, was nicht mal drauf stand. Oder eine Kappe. Und ja, eine Nase. Mehr haben wir gar nicht geschafft. Deswegen war der Tabellenplatz bei uns nicht höher gestiegen. Aber er sah schön aus, das muss man dazu sagen. Und der andere, der mit mir in der Gruppe war, hat gesagt so: "Wir hatten nicht so viel Zeit." Ich so: "Bruder, wir hatten sogar 5 Minuten länger Zeit, als wir eigentlich durften. Wir hatten eigentlich 10 Minuten anstatt 5. Aber egal. Dann ging es rein, haben wir noch ein Dessert gegessen. Oder ein Dessert. Also, glaube ich, Vanille war das. Und dann sind wir ins Bett gegangen. Dann am Donnerstag, das war was der coolste Tag. Am Morgen und am Abend. Am Morgen sind wir einfach, am Abend war alles geil. Und zwar sind wir da einfach 10-mal hoch und runter gegangen. Am ersten Tag haben wir eine halbe, eine Stunde, einen ganzen Tag gebraucht
für überhaupt einmal diese Strecke hoch und runter zu gehen. Und das haben wir innerhalb von 5 Minuten haben wir 10-mal hoch und runter geschafft. Oder besser gesagt, mit dem Lift ist es sogar noch ein bisschen länger gegangen. Deswegen sind wir ganzen Morgen lang 10-mal hoch und runter gegangen. Also richtig krass. Und ja, Nachmittag haben wir das genau das gleiche wieder gemacht. Wir durften dort sogar ein bisschen länger, denn der Film, den wir am Dienstag geguckt haben, war noch nicht ganz fertig. Dann haben die den fertig geguckt. Wir haben gar nicht auf die Zeit geachtet. Also ein paar von meiner Gruppe sind schon um Kino schauen gegangen, aber ich und mein Freund, die haben so gedacht, so, nee, hab keinen Bock, wir machen noch einen Film zu schauen, denn er wäre eh fast fertig gewesen. Und deswegen sind wir nochmal 2 Runden weitergefahren. Und das war richtig geil. Ah ja, übrigens, da am Mittwoch, als wir noch in den Kino, also in Einkaufsladen oder sowas durften, ins Dorf einfach, hatten wir noch eine zweite Möglichkeit. Wir durften noch im Ski fahren, alleine, ohne Leiter. Da brauchen wir einfach ein Handy, falls uns etwas passiert. Und man muss das zu zweit machen. Das haben aber, glaube ich, fast gar niemand gemacht. Genau. Ich glaube, das hat sogar gar niemand gemacht, wenn es nicht alles täuscht. Aber egal, zurück zum Donnerstag. Dann am Abend hatten wir eine Disco. Und da kam sogar, tatsächlich lustigerweise, das habe ich ja auch im letzten Short-Video gesagt, als ich nicht das Video gemacht habe. Da habe ich tatsächlich so an dem DJ gesagt, so spiel mal dieses Lied hier, Young Boys von Young Boys Stand Together heißt das, von Young, also so ein Young Boys Lied, so ein eBay Lied. Und deswegen habe ich gefragt, ob er das spielen kann. Und tatsächlich hat er es. Und dann am nächsten Tag sehe ich wortwörtlich einen mit Basel-Schiko. Und nicht nur so, oder mit Basel-Jacke oder so. Nicht so, ich glaube, die Disco hat ja gestern nicht gut getan, oder? Also habe ich mir meinen Gedanken gesagt. Ich habe es natürlich nicht vor ihm gesagt. Aber zurück zur Disco. Auf jeden Fall gab es da noch andere coole Lieder. Und dann geht es rüber zum Freitag. Und am Freitag haben wir eigentlich auch geiles Zeug gemacht, wenn man ehrlich ist. Am Freitag, da haben wir, da haben wir morgen nochmal Ski gefahren. Da waren wir auch nochmal so 8-mal hoch und runter gefahren. Dann haben wir unser Zimmer aufgenommen, wo das haben wir am Morgen, haben die Koffer. Irgendwie eine Minute, als wir aufgestanden sind, sind wir direkt runter zum Keller von diesem Haus und die Koffer geholt. Dann sind wir einfach, dahin gegangen. Dann haben wir alles reingetan. Schon mal in die Halle getan. Dann sind wir nochmal Ski gefahren. Am Nachmittag haben wir nochmal die Ski draufgelegt. Und dann die Ski haben wir, als wir fertig waren mit Skifahren, haben wir dann die Ski auch wieder weggelegt. Dann haben wir die Ski und alles, was wir hatten, mitgenommen und sind in den Bus gefahren. Und tatsächlich hatten wir 1,5 Stunden Verspätung. Und das lag nicht an unserem Bus, sondern an einem anderen.